Kaiserwetter in Bad Ischl begrüßte die Teilnehmer der 36. ordentlichen Generalversammlung des ÖVT. Mitglieder und hochkarätige Gäste waren zahlreich erschienen, die Stimmung sehr positiv. Viele aktuelle Themen standen auf der Agenda, unter anderem die Beratungsgebühr, Online-Buchung, ticketloses Reisen sowie die Zukunftsperspektiven im Reisebüro. Die Grußworte kamen von Magister Felix König, Fachverbandsobmann Reisebüros in der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen hier in Oberösterreich bei wunderschönem Kaiserwetter. Es ist ein großes Vergnügen, dass Sie alle hier nach Bad Ischl gekommen sind, wie gesagt, in meine Heimat. Gleich zu Beginn ein brisantes Thema, ein Thema, das die Reisebüros seit Jahren beschäftigt, der Online-Mitbewerb. Dazu der Obmann des ÖVT, Harald Preh. Das waren 2006 38%, 17 haben gebucht, 2010 51, jetzt sind es 58 und auch die Buchung der Urlaubsreisen im Internet wird kontinuierlich mehr, hängt immer davon ab, was man jetzt nimmt. Nimmt man Pauschalreise, nimmt man mit Hotel? Also das ist eigentlich dann immer die Frage, was für Zahlen im Hintergrund sind. Hier geht es um Urlaubsreisen. Wir haben schon auch gehört, TUI was Österreich-Boss Dirk Lukas sprach über aktuelle Themen. Ticket.com, Expedia arbeiten alle ticketlos. Klar, ist im Reisebereich auch noch für sich ein Paradebeispiel, sich diesen Aufwand, Druck, Versenden, Aushändigen und so weiter zu ersparen. Wenn die klassischen Veranstalter jetzt dieses Thema, wir haben das letztes Jahr in den Markt eingeführt, sind wir heftigst kritisiert worden. Aber der Kunde nimmt es an. Wir haben heute 70% der Reisebüros und der Endverbraucher nehmen das papierlose Reisen in Anspruch. Die Insolvenzabsicherung. Generalsekretärin Silvia Marek, die Seele des ÖVT, ließ die vergangenen Jahre Revue passieren und verwies auf zahlreiche kämpferische Aktionen des ehemaligen ÖVT-Obmanns Joschi Reitinger-Lasker, die sowohl in der heimischen Tourismuslandschaft wie auch in Brüssel gefochten wurden. Ordner zeigen, was es an Korrespondenzen, Streitereien, Terminen, Kämpfen und so weiter gegeben hat. Ja, für mich als Gründer des Verbandes und langjährigen Präsidenten ist es beruhigend zu sehen, dass wir jetzt einen Vorstand zusammengebracht haben, einen stark verjüngten Vorstand, der wirklich also Zukunftsideen auch tragen kann auf lange Sicht. Ich werde das nicht mehr können, aber ich arbeite noch an alten Projekten mit und es ist leider, muss ich sagen, auch in den 35 Jahren nicht alles erreicht worden, was wir wollten. Wir haben vieles erreicht, muss ich sagen, aber wir haben nicht alles erreicht. Und an diesen Projekten, die mache ich sozusagen noch fertig in meiner Handwerkerzeit. Zum Thema Mietwagen steuerte Herzchef Heinz Risker interessante Details bei. Und bei Johannes Walter von Austrian drehte sich naturgemäß alles rund ums Fliegen. EDV-Spezialist Helmut Hirner setzt sich mit der Online-Welt intensiv auseinander. Es sind zu viele Angebote. PowerSearch betrieb Robert Böhm von Travi Austria. Wirkt sich auch meistens auch in der Performance aus. ÖVD-Kassier Georg Wenisch referierte zum Thema Eigenvertrieb und Eigenveranstaltung. Und passende Versicherungslösungen präsentierte Franz Berger von der Europäischen Reiseversicherung. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, weil wir Thema auf der diesjährigen ÖVT-Frühjahrstagung war auch das Thema Insolvenzversicherung. Wie ist denn Ihre Meinung oder der Zugang der österreichischen Fluglinie dazu? Speziell wir als Austrian Airlines haben sehr viel getan in den letzten Jahren, um sicherzustellen, dass unsere Kostenstruktur passt und mit einer Insolvenzversicherung, die alle Airlines sozusagen in einen Topf wird, würden wir indirekt sozusagen jene Airlines subventionieren, die ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben. Und aus diesem Grund lehnen wir so einen Vorschlag prinzipiell ab. Wir werden natürlich offen auch in die Diskussion gehen, sehen aber gerade zum jetzigen Zeitpunkt keine Sinnhaftigkeit in diesem Vorschlag. Neben dem dicht gedrängten Tagungsprogramm gab es Entspannung beim geselligen Beisammensein auf der nahegelegenen Rettenbachalm. Beim Bratelessen mit zünftiger Musikuntermalung wurden die zum Teil heftig diskutierten Themen kurzfristig vergessen und man war sich einig, die Stimmung könnte besser nicht sein.
Nun heißt es Zukunft. Was sind denn die Zukunftsthemen des ÖVT? Eines vielleicht die anstehende oder die viel diskutierte Beratungsgebühr? Ja, die Zukunft ist, das Wichtigste ist, dass wir offen sind für neue Themen, weil sich einfach vieles verändert und wir müssen auf die Veränderungen reagieren. Für die Zukunft ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter bestens geschult sind, damit wir unseren Kunden die besten Informationen geben können und auf Augenhöhe mit unserem Wettbewerb, und das ist hauptsächlich das Internet, mithalten können und hier entsprechend reagieren können. Und wir müssen auch wissen, dass ein Kunde für eine gute Leistung bereit ist, etwas zu zahlen, für eine mangelhafte Leistung oder eine Standardleistung aber nie etwas zahlen wird. Am darauffolgenden Tag wartete noch eine Überraschung. Der Kaiser ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmer der Generalversammlung in der Konditorei Zauner höchstpersönlich zu begrüßen. Ein stimmungsvoller Ausklang der Tagung in Bad Ischl nach dem Motto: Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut.